Diversität wird gern propagiert in der Kulturszene. Doch es mangelt an jungen Kreativen mit Behinderung in der Kultur. Wo sollen sie herkommen, wenn sie nicht ausgebildet werden? An den Hochschulen hat man häufig noch Berührungsängste. Menschen mit Behinderung wird oft nicht zugetraut, sich in der schwierigen Kulturbranche zu behaupten. Die Hochschule im niedersächsischen Ottersberg gibt Menschen mit intellektuellen Behinderungen jetzt erstmals die Chance auf ein reguläres Studium für Kunst und Kultur. Amelie Gerdes und Ole Bramstedt wollen rein in die Branche. Sie wollen Schauspieler werden. Dass sie das Talent dazu haben, haben beide schon unter Beweis gestellt. Ole Bramstedt spielte im Bremer Tatort mit. Und auch Amelie Gerdes hatte Rollen in Fernsehfilmen der ARD. Seit 2 Jahren studieren beide ganz offiziell an der Kunsthochschule in Ottersberg. Menschen mit und ohne Behinderung lernen hier gemeinsam. Ihr gemeinsames Ziel, der Bachelorabschluss. Es fühlt sich für mich gut an. Und wenn es für mich nicht gut angefühlt hätte, wäre es auch gar nicht so lange hier gewesen. Immer wenn ich über den Campus laufe, dann spüre ich diese Dankbarkeit. Aber auch bin total stolz und glücklich, dass ich hier bin und hier studieren kann. Die Studiengänge in Ottersberg sind praxisnah. Bewegungsanalyse gehört zum Beispiel dazu. Dass Menschen mit Lernschwierigkeiten studieren, ist in Deutschland nicht vorgesehen. Auch nicht an der Kunsthochschule. Der Hamburger Verein Eukrea will das ändern. Es geht ja in erster Linie darum, unseren Ausbildungsbetrieb zu öffnen. Wir müssen ja keinen neuen oder Parallelen erfinden, sondern wir haben ja einen großen künstlerischen Ausbildungsbetrieb in Deutschland. Und es geht einfach darum, den zugänglich zu machen. Ein großes Umdenken im Hochschulbetrieb. Bisher ging man davon aus, dass Menschen mit Behinderung auch keine Hochschulbildung zusteht und sie besser in der Behindertenwerkstatt aufgehoben sind. Das verletzt mich im Inneren sehr, weil ich ja natürlich auch natürlich anders bin wie Ole und alle anderen. Aber ich denke mir einfach, die Leute, die so einen Scheiß erzählen, die können mir gar nichts anhaben, weil ich einfach das durchziehe, was ich möchte, was ich mag. Amelie Gerdes und Ole Bramstedt aber wollen echte Teilhabe. Ein berechtigtes Anliegen. Nur woran scheitert es? Die Hochschulen schrecken häufig noch davor zurück, junge Kreative mit unterschiedlichen Behinderungen zu berücksichtigen. Es fehlt viel Erfahrung in Hinsicht zu Prüfungen, Aufnahmebedingungen, Nachteilsausgleich und Lehrmethoden. Auch ein praktisches Studium enthält Theorie. Wissenschaftliches Arbeiten und Vergleichbarkeit muss gewährleistet sein. Inklusion erfordert Kooperation. Beim Nachhausarbeit, die ist normalerweise 15 Seiten, dass man sagt, man macht die Hälfte 7 Seiten und es gibt ein Referat dazu. Ja? Oder Amelie schreibt jetzt eine Arbeit, die nicht so literaturbasiert ist, was halt viel, sehr mühselig ist, sondern viel mit Interviewfragen arbeitet und die auswertet. Eine Assistentin ist während des Seminars immer dabei. Wie viel Zeit haben wir noch? Okay. Oder braucht ihr dann meine Pause? Probieren wir noch ein bisschen aus. Sie hilft auch beim wissenschaftlichen Arbeiten in der vorlesungsfreien Zeit. Inzwischen wollen auch Film und Theater diversere Ensembles. Die Nachfrage ist da. Platz! Platz! Mama hat da was gesagt. Deine Mama sagt viel, wenn der Tag lang ist. Was hat sie denn nun gesagt? Das Geschenke Freundschaft machen. Und ich will Freund mit dir sein. Und wenn du auch einen Freund willst, kannst du auch ein Geschenk machen. Die Hochschule Ottersberg zeigt, Menschen mit Behinderung können besondere Leistungen erbringen. Nur lernen sie anders. Wie lerne ich einen Text? Gute Frage. In dem Sinne, dass ich entweder einfach eine Sprachdatei von diesem Text bekomme und den dann auswendig lerne. Klar, manchmal gibt es Leute, die sagen, boah, ist das langsam, wir würden das gerne schneller haben. Aber
Jeder hat ja seinen Rhythmus, jeder hat sein Tempo beim Lernen. Und das finde ich einfach wichtig, dass man das in der Gruppe auch mit berücksichtigt. Inzwischen sind beide im vierten Semester. An der Hochschule gehen sie davon aus, dass beide ein bisschen länger studieren. Jeder darf hier nach seinem Tempo lernen und kann trotzdem über sich hinaus wachsen. Also das ist wirklich großartig, wie die sich entwickelt haben, weil am Anfang war das noch so ein bisschen zaghafter, aber jeder hat so eine unterschiedliche Qualität, sich einzubringen. Also mit Ole hatte ich zum Beispiel viel auch, der war in Kontaktimprovisation, wo wir ganz viel zusammen getanzt hat. Und Amelie, die traut sich Sachen, die sich manche Studierenden so nicht trauen. An der Hochschule in Ottersberg haben sie gelernt, wenn alle an einem Strang ziehen, kann echte Inklusion gelingen. Alle sind gleich, also das Einzige, was ich sage, wir sind schon anders, aber das macht die Gesellschaft mit uns. Die Gesellschaft behindert uns. Wir sind selber nicht beeinträchtigt. Die Gesellschaft macht das mit uns. Dass die uns vorschreiben, dass wir ein paar Dinge nicht so gut können wie andere.